passiert hier nämlich ein Stück Hietzinger Bezirksgeschichte sichtbar zu machen und auch ein Teil der Geschichte, die wirklich nicht so allgegenwärtig ist. Zum Beispiel in meiner Generation, obwohl ich mich sehr beschäftige mit den Hietzing-Themen oder auch von vielen Leuten, auch von älteren Menschen, Erzählungen bekomme, ist es trotzdem, was das so nicht so unbedingt vordergründig im Bewusstsein ist. Und trotzdem denke ich, ein ganz wesentlicher Teil, dass man das auch weiß und sichtbar macht und diese Spuren eben auch dank ihrer Bemühungen deutlich zeigt und einer großen Menge Menschen da bewusst macht. Ich glaube, das ist einfach ganz entscheidend und es liegt mir jetzt fern, da Vergleiche anzustellen. Ich glaube, es handelt sich im Jahr 1945 gleichermaßen wie Jahr 2015, 2016 um Menschen, die ihre Heimat verlassen und eine neue Heimat finden müssen. Und das, glaube ich, ist da das Gemeinsame. Und Wir sind nicht freiwillig weg. Genau, richtig. Aber Sie, richtig, aber Sie haben Ihre Heimat verlassen müssen in dem Fall und sich woanders wieder einleben, zusammenfinden. Also das wollte ich eben damit darstellen, dass ich das auf keinen Fall irgendwie vergleichen will, weil es ist wirklich was anderes, auch in der Begrifflichkeit. Vertrieben werden oder flüchten. Da ist ein Unterschied und ich verstehe das sehr, dass Sie darauf Wert legen. Mein Schwiegervater, der ist Sudetendeutscher und also ich kann da sehr, sehr viel mitfühlen. Und umso wichtiger ist es eben, das auch wirklich in Hietzing klar zu machen und zu verdeutlichen. Bezirksrat Klaus Daubeck, der wohnt selber nicht weit weg da vom Königeberg, hat auch Fotos mitgebracht, weil das auch natürlich interessant ist in der früheren Ansicht, wie das ausgesehen hat. Ich danke Ihnen einfach allen für Ihre Bemühungen, auch die Bereitschaft, darüber zu sprechen, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist, diese Oral Histories des letzten Endes, ja, dieses Weitererzählen, damit auch die jüngeren Menschen da Bescheid wissen. Und das sind einfach Dinge, die nie vergessen werden dürfen. Und da freut es mich auch sehr, weil schon vorher in den Begegnungen einfach da auch ja, viel, viel erzählt wird, darüber gesprochen wird und das finde ich einfach wunderschön. In dem Sinn Ihnen allen ein herzliches Danke und eben auch der Volkshochschule, dass das dann breiter dadurch auch bekannt gemacht wird und ich nehme an, dass es jetzt auch da dann einen kräftigen Austausch geben wird für alle, die so wie ich neugierig sind, wie das damals denn wirklich war und ja, was die Geschichte, die schwierige und traurige Geschichte da auch mit sich gebracht hat. Herzliches Danke und noch einen interessanten und informativen Abend wünsche ich Ihnen allen.